Kitchener Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Ja, herzlich willkommen, das Spiel ist vorbei. Neben uns, wie immer, Daniel Weber. Hallo Daniel, bevor wir aufs Spiel eingehen, kannst du kurz was sagen, wie, beziehungsweise gestern war ja dieses tragische Unglück, dann wurde ja überlegt wegen dem Spiel, wie es aussieht. Ja, also die Entscheidung trage ich voll mit, dass das Spiel stattgefunden hat. Ich glaube, man darf sich nicht beugen. Unsere Grundprinzipien unseres Landes, unserer westlichen Zivilisation muss man, glaube ich, ja, da muss man hinterstehen und auch zusammenstehen. Und ich glaube, die Stadt hat gezeigt in der letzten Nacht, dass sie da alles tut für. Es sind genug Feste abgesagt worden, glaube ich. Und ein Fußballspiel, ob das nun hier stattfindet oder 200 Kilometer weg ist, glaube ich, ist egal. Sie haben alle stattgefunden. Und ich glaube, heute haben wir demonstriert im Fußball, dass eine Einigkeit und dass man zusammensteht, dass man was dafür tut. Es waren viele Zuschauer hier, keiner hat sich davon, oder weniger haben sich davon abschrecken lassen. Und ich glaube, das ist auch richtig. Ich glaube, die Sicherheit war gewahrt. Das war auch das große Thema vor dem Spiel, dass die Polizei nach der Nacht hier auch noch stehen kann. Aber ich glaube, da haben wir gesehen, dass auch das funktioniert hat. Und ich glaube, alle haben da zusammengeholfen. Das ist ein schönes Spiel und die Leute wieder ein bisschen abgelenkt hat zu den tragischen Momenten. Kommen wir kurz aufs Spiel. Wie hast du es gesehen? Endstand war 5:1. Ja, also natürlich in der Höhe für uns ein bisschen schade. Ich wäre gern mit einem knappen Ergebnis hier weg. Muss aber sagen, wir haben heute zwei Phasen im Spiel gehabt, wo wir nicht wirklich da waren, wo wir der Kombinationsstärke des Gegners einfach irgendwann Tribut zollen mussten. Und das Tempo war wahnsinnig hoch. Das muss man halt, die Lehrstunden muss man halt auch mitnehmen. Also wir sind ja nicht da, um die Meisterschaft mitzuspielen, sondern wenn du hier was mitnehmen willst, dann musst du eine konzentrierte Leistung von der ersten bis zur letzten Minute bringen. Das haben wir halt heute nicht geschafft. Mhm. Wir haben in den Phasen ganz gut gespielt. Ich glaube, die ersten 20 Minuten haben wir wirklich engagiert und gut agiert, haben auch meiner Meinung nach die ersten zwei großen Torchancen. Bringen wir halt nicht rein. Vielleicht würde sowas uns in die Karten fallen. Aber am Schluss muss man sagen, dann hat Haching ab der 20. richtig aufgedreht, hat unsere Lücken gefunden, die sie halt mit ihrem guten Spiel, mit ihrem guten Passspiel und sicherem Positionsspiel und sehr vielen Wechseln wirklich stark gemacht haben. Und da waren die Lücken da und ja, dann ist halt, wenn dann noch kleine Fehler dazukommen, egal ob Stellungsfehler oder Abspielfehler, dann ist natürlich ärgerlich. Aber ich glaube, wir müssen wann anders Punkte holen als hier. Obwohl ich natürlich gerne heute irgendwas mitgenommen hätte, vor allen Dingen, um die Euphorie auch natürlich ein bisschen zu halten. Aber jetzt müssen wir halt einfach ein bisschen analysieren. Vor allen Dingen Mut macht mir dann die letzte halbe Stunde, auch wenn der Gegner Gang rausschaltet nach dem 4-0. Muss man sagen, sind sie dann immer trotzdem noch besser als wahrscheinlich 50% der anderen Mannschaften in der Liga. Und dann haben wir uns endlich getraut, auch mit Fußball zu spielen. Und dann waren auch gute Sachen dabei. Auch da waren wieder Torchancen von uns. Dann waren wir auch hinten ein bisschen offen. Aber gut. Ich weiß ganz genau, du wirst das Spiel analysieren, deine Lehren draus ziehen. Dann wirst du dementsprechend im Training das ein oder andere bestimmt ansprechen. Was erwartet uns dann nächste Woche gegen die Schanzer? Ja, also das wird ein schweres Spiel, aber ich glaube, wir werden zu Hause spielen. Die haben gestern gewonnen. Ist auch eine taktisch, technisch gute Mannschaft, aber eine sehr, sehr junge Mannschaft. Mhm. Und vielleicht haben wir da nicht so die Erfahrung auf dem Platz gegen uns wie heute. Vielleicht können wir da ein bisschen auch mit körperlicher Präsenz, mit Leidenschaft ein bisschen gegensteuern und dann das Spiel auf unsere Seite holen. Natürlich werden wir die Woche darüber reden, was wir heute gemacht haben. Aber ich glaube, die Abstimmung muss halt noch besser werden. Und gerade gegen die starken Mannschaften ist halt ganz wichtig, dass da ein Rädchen ins andere greift. Und das haben wir heute noch nicht hingekriegt. Okay, dann wollen wir hoffen, dass du die Woche die richtigen Worte findest und die Mannschaft richtig einstellst. Wir würden uns freuen, genauso wie die Mannschaft, wenn sie am Samstag natürlich zahlreich ins Stadion am See kommen würden. Damit verabschieden wir uns. Auf Wiedersehen. Ciao.